Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Jakob Grasser. Ich bin studierter Physiotherapeut und seit einigen Jahren als Physiotherapeut aktiv. Ich arbeite im Arbeitsalltag häufig mit PatientInnen aus dem orthopädischen oder chirurgischen Problemkreis und teilweise auch mit neurologischen PatientInnen. Und was wichtig ist in der Therapie, die ich durchführe oder die in unserer Praxis durchgeführt wird, ist, dass eine selbstwirksame und alltagsgerechte Suche nach Methoden und Übungen, die auf das Problem ausgerichtet sind oder auf die Lösung von dem Problem, dass die gefunden werden. Und damit komme ich auch direkt zu den Holzspielgeräten. Ich bin schon länger Teil auf indirekte Art und Weise von der Entwicklung der Spielgeräte und habe deswegen heute die schöne Aufgabe, das Video, das, was ihr seht, zu kommentieren und euch aus meinem Erfahrungswissen und mit meiner Erfahrungsbrille ja ein bisschen Hintergrundinfos zu geben und dazu euch was zu erzählen und euch somit vielleicht auch einen neuen Zugang zu der Nutzung von den Geräten zu geben. Also zum einen ist natürlich durch das Barfußklettern und Spielen ein ganz wichtiger Punkt, dass ganz, ganz viele Fußgewölbe, Instabilitäten, aber eben auch Schädigungen vom Bandapparat auf eine sehr sinnvolle Art und Weise behandelt werden können mit vielen der Materialien. Dann kann es aber auch um chronische Schmerzleiden gehen, die mit solchen Bewegungseinheiten auf den Geräten einfach sehr positiv beeinflusst werden können. Ich kann gleich noch erzählen, warum. Aber auch generell, wenn es darum geht, einfach Haltungsschwierigkeiten zu adressieren, also Probleme beispielsweise des Rückens mit Skoliose, dass man hier durch das viele Klettern in Konzentration und mit viel Aufmerksamkeit sehr positive Nebeneffekte für die posturale Kontrolle hat. Wir sehen jetzt hier eine Person, die auf zwei Balancierstangen klettert und wie ich vorhin schon erzählt habe, sehen wir ganz verschiedene Schwierigkeitsgrade auf dem Video. Das ist für mich aus meiner Erfahrung jetzt eine herausfordernde Übung für viele. Stellen wir uns einfach vor, wir kommen aus verschiedenen Alltagskontexten und mit verschiedenen Herausforderungen den Körper betreffend auch in so eine Bewegungseinheit. Und da kann so ein kleiner Aufbau mit den Balancierstangen schon helfen, ganz viele positive Reize Richtung Gleichgewicht halten, Aufmerksamkeit, Kräftigung des Fußgewölbes, aber auch der Körperachse und ja, sogar für manche sicherlich auch eine Kräftigung der posturalen oder Förderung der posturalen Kontrolle bewirken. Genau, nochmal bezogen auf die Schwierigkeitsgrade, was ein wiederum positiver Nebeneffekt sein kann, ist, dass häufig die Erfahrung von Schmerzen im Alltag immer früher einsetzt und dass solche Bewegungseinheiten deswegen so hilfreich sind, weil durch diese Gestaltung, die wir nicht häufig im Alltag vorfinden, dass wir barfuß laufen, dass wir auf instabilen Gegenständen laufen, eine Herausforderung zu bewältigen haben und annehmen. So, was wir hier sehen, sind zwei Personen, die zum einen mit verbundenen Augen, zum anderen mit einem Gegenstand auf dem Kopf klettern. Was passiert da jetzt genau? Das eine ist quasi das in Anführungsstrichen blinde oder mit verbundenen Augen laufende zu fühlen und sich darauf einzulassen, was quasi auf dem Boden liegend dann auch für Herausforderungen mit sich bringt und quasi in der Wahrnehmung sehen reduziert auf Körperwahrnehmung und Körperkontrolle sich auf die Dinge einzulassen. Das ist ein hohes Level auf jeden Fall an quasi Herausforderungen und kann aber dazu führen, dass einfach eine sehr bewusste Körperwahrnehmung unterstützt wird. Die zweite Person hat einen Gegenstand auf dem Kopf liegen. Die Herausforderung ist hier natürlich oder die kleine Aufgabe, die sich der Person gestellt hat, ist, den Gegenstand nicht fallen zu lassen und das Balancieren auf den Balancierstangen ohne das Verlieren von dem Sandsack zu bewältigen. Das ist wiederum auch ein Level, was sicherlich jetzt nicht für eine Person, die das erste Mal nutzt, quasi sinnvoll ist,
aber zeigt quasi, wie vielfältig auch die kleinen Aufbauten genutzt werden können. Ich könnte die Balancierstange auf den Boden legen und nutzen und damit einen Einstieg schaffen. Ich kann auch einfach einen Holzgegenstand nutzen, auf dem ich mich stelle. Dann kann ich das erhöhen, anschrägen. Dann kann ich quasi Dinge auf den Kopf legen und erweitern, auf Augen verschließen. Ich habe quasi ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten im Umgang mit einem Spielgerät und habe dadurch eine große Vielfaltsdimensionalität im Umgang mit den Dingen. Das heißt, ich brauche nicht andauernd neue Aufbauten, sondern kann quasi mit demselben Parcours auch verschiedene Aufgaben stellen und quasi ein bisschen Kreativität auch fördern und zulassen. Das Schöne ist, dass alle sehr konzentriert auf den verschiedenen Geräten klettern. Das sind Geräte, die mit ganz verschiedenen Niveaus aufgebaut sind, also Aufbauten, die verschiedene Schwierigkeitslevel bedienen. Das quasi durch das Ausprobieren und durch das Begreifen von den Aufbauten durch oder in Ruhe einfach auch eine gewisse Form von Selbstwirksamkeit erzielt wird, dass ich quasi diese Herausforderungen auf meine Art und Weise bewältigen kann. Ich kann mich aber auch einer anderen Sache widmen und kann probieren, was mir Spaß macht. Auf Basis von diesem Gefühl oder der Motivation lässt sich auf jeden Fall vieles positiv beeinflussen, denn häufig in der Therapie oder wenn quasi mit Problemen gearbeitet wird, ist es so, dass es eher ein Problembewusstsein gibt. Und was jetzt hier durch die Bewegungseinheiten automatisch passiert, ist, dass wir eigentlich so ein bisschen vergessen, oder das so ein bisschen in den Hintergrund gerät, was wir vielleicht mitbringen und dass wir uns eigentlich versuchen oder versuchen sollten, darauf zu konzentrieren, was wir tun, weil es herausfordernd ist. Und das bringt mit sich, dass wir viele positive Reize in der Selbstwahrnehmung setzen, aber auch quasi in der Selbstwirksamkeit, dann aber auch noch Richtung quasi Körperhaltung, Körperwahrnehmung, ganz viele Rückkopplungseffekte vom Gehirn Richtung Peripherie haben. Ja, was ich hierzu gerne kommentieren würde, ist, dass auf eine sehr intuitive und quasi selbstverständliche Art und Weise verschiedene Körperpositionen eingenommen werden. Durch das Klettern, kommt die Person, die hier auf der Mittelholmleiter klettert und dann auf die Leiter, quasi in ganz verschiedene Körperpositionen, zum einen gebückt, zum anderen sitzend, zum anderen nach vorne unten gebeugt, um mit Händen und Füßen zu klettern. Und neben dem barfüßigen Klettern und dem positiven Effekt auf einfach die Wahrnehmung des Fußes, Fußgewölbe und die Herausforderung darauf zu balancieren, nimmt die Person ganz selbstverständlich einfach auch Positionen, die häufig im Alltag eher vielleicht auch als was Unangenehmes wahrgenommen werden, also sich tief zu bücken und zu sichern, in der Schwebe oder in der Höhe zu klettern. Genau, nimmt die Person jetzt hier sehr gut an und stellt sich gleich mehreren Herausforderungen. Die Person baut dann noch eine kleine Dehnung mit ein oder eine kleine Beweglichkeitsübung mit der Leiter. Das ist was, was quasi automatisch durch das Klettern mit der Leiter, mit der Mittelholmleiter hier passieren kann. Das kann man natürlich auch fokussieren, aber das ist quasi was, was subtil der Körper als Signale, ohne dass das überbewertet wird, von der Person, die es tut, quasi wahrnimmt und als ein nicht negativen Reiz, sondern vielleicht sogar förderlichen Reiz einstuft. Genau. Die Sequenz, die jetzt folgt, die zeigt eigentlich alle Teilnehmenden dieser Bewegungseinheit gleichzeitig in Aktion. Und da würde ich gerne kurz darauf eingehen, denn ihr könnt vielleicht sehen, dass jede Person für sich quasi eine kleine Herausforderung meistert oder eine kleine Aufgabe sich gesetzt hat und die so vertieft und konzentriert damit beschäftigt sind, dass es nicht störend wirkt, nebeneinander zu klettern, nebeneinander instabile Spielgeräte zu nutzen.
Das erfordert natürlich ein bisschen Training, will ich es nennen, oder das erfordert ein bisschen Übung. Denn wie vorhin schon gesagt, ist das eine Gruppe, die auf jeden Fall eingespielt miteinander aktiv ist. Das zeigt aber, wie vielschichtig gleichzeitig die Erfahrungen sein können mit den Geräten auf einen Blick. Also die Geräte haben ganz unterschiedliche Ausrichtungen und quasi Möglichkeiten, wie sie genutzt werden können. Und trotzdem können sie auch auf sehr unterschiedliche Art und Weise quasi erfahren werden. Man sieht dann noch eine Person auf den Balancierstangen in der Nahaufnahme quasi klettern, um zu zeigen, wie viel tatsächlich mit dem Fuß passiert während so einem Balanceakt. Quasi wie stark auch die Balancierstange nachgibt und wie sehr dabei die Kontrolle des Gleichgewichts eine Rolle spielt, um den Körper auf den Balancierstangen zu halten und wie positiv das auf jeden Fall das Fördern der Kraft im Fuß- und Beinbereich unterstützen kann.